Herzlich willkommen zurück bei unserem Let's Play von Star Wars Knights of the Old Republic. Wir werden jetzt Bantas anlocken, um diesen hässlichen Drachen hier hinten aus der Höhle zu locken. Und ja, dann läuft er hier vorne über irgendwelche Minen, die dieser schöne Mann hier gelegt hat. Und dann ist er hoffentlich aus dem Weg geräumt. So. Ja? Julie? Wie auch schon so oft zuvor, bitte setz deinen Machtschub ein. Dann können wir nämlich schneller rennen als Usain Bolt. So. Hier sind sie auch schon, die hässlichen Viecher. Futter habe ich schon vorher besorgt, nämlich im Lager der Sandleute. So. Okay. Sie wittern, dass ich Futter dabei habe. Na, die müssen ja ganz schön hungrig sein. Ja, Elite-Krieger. So. Auf wen gehen wir jetzt zuerst? Verdammt. Ich nehme mal den in der Mitte. Der wird sich dann der Rest des Geschehens auch hin verlagern, denke ich. So, ein paar Blitze. Dann ist Feierabend. Scheiße, mir fällt auf, ich habe HK in der Gruppe gelassen. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Denn Bastila ist als Gruppenmitglied um einiges stärker. Vor allem darum, weil sie ein Jedi ist. Aber ich denke, selbst so werden wir es hinbekommen. So. Wie viel haben wir jetzt noch? 2. Okay, es könnte trotzdem eng werden. Julie macht ein paar Unruhen. Du ein paar Ach, warum macht ihr immer normalen Angriff, wenn er auch starke Explosionen beherrscht? HK, du bist ein Killer-Druide. Nutze deine Ressourcen. So. Nächster. Wann kann ich endlich sagen Schachmatt? Ha, Schachmatt. So. Boah, komm schon. Jawohl. Was? Ich kann meine Gruppenauswahl nicht mehr ändern. Warum das denn? Wollt ihr mich vereiern? Na, klasse. Okay, halt euch noch kurz. Tja, das ist der nächste Nachteil eines Druiden. Heilen funktioniert bei ihm nicht. Aber gut, locken wir die Bantas weiterhin. Langsam, aber sicher kommen wir vorwärts. Hey! Achuta! Wunga kun bist du? Achuta! Wunga kun bist du? Ah ja, was war das jetzt? Okay, das ging jetzt schnell. So, unterhalten wir uns mit ihm. Was geht jetzt ab? Macht euch keine Sorgen, ich bin bereit. Wow. Okay. Der hat einiges ausgehalten. We itanan dayata. What a yuma wama hoho nandetek. Ah, shotung ni batoga. Wano kuspe ching palamule tonke. Jidubad wana ni dibobo. Tong nabung sha nununya. Tong patukashmak telea. Danke, wir haben getan, was getan werden musste. Runda di hotonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule tonking ba nunotek. Tuk nin chatu kun ne mule rabes. Mucho shak pachat. Kie nono dama paole rachikun. Sehr toll. So, wir bedanken uns auch, weil du hast die Minen beigesteuert. Oh, 100 Erfahrungspunkte. Na, das ist ja schon mal die ganze Welt. Was macht er denn jetzt? Überreste? Alter, ist das ein Riesenviech, ey. Ah ja, okay. Hack's jetzt schon in die Leiche rein. Ah, okay. Das ist ein neuer Zaubertrick. Lichtschwerter lassen tote Leichen verschwinden. So, tote Leichen? Hm.
Durch diese Menschen, durchgekauten Menschen wird der Crate wohl... Oh! Robe eines Jedi-Meisters. Na, darauf warte ich schon eine ganze Weile. Yes! Oh, der ist um einiges stärker. Das ist genial. Okay, wie sehen wir jetzt aus? Ziemlich wie ein Jedi, okay. So, Geril. Kristalle, violett. Ah ja, das probieren wir dann gleich mal aus. Boah, hier liegt echt einiges rum. Geril. Oh, komm schon, was sind hier noch so? Eins ist klar, das war das Holocron, das wir von Bastillas Mutter aus holen sollen. So, öffnen wir die nächste Sternenkarte. Ich glaube, das ist Nummer 3. Und los geht's. Ja, so. Ich finde es beunruhigend, dass wir die Sternenkarte in dieser Höhle gefunden haben. Vermutlich war der Krayt-Drachen nicht zufällig hier, was? Die Sternenkarte ist ein Artefakt der dunklen Seite. Möglicherweise hat sie den Krayt-Drachen angelockt und versklavt. Was wollen wir eigentlich noch hier? Wir haben die Sternenkarte. Verschwinden wir lieber. Hatte jemand Angst? Ja, ja, Julie. Schon klar. So, was ist denn das für ein Teil? Sehen so die Erbauer aus? So. Boah, ey. Habe ich jetzt hier alles mitgenommen? Ich hoffe. Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Gut, ich werde kurz speichern. Badam. So. Julie. Und jetzt ab zurück nach Anchorhead. Jetzt können wir endlich unsere ganzen gesammelten Gaffi-Stäbe oder wie sie heißen, eintauschen gegen bare Münze. Und ich denke, das ist einiges, denn wir haben so ziemlich jeden Sandmann abgeschlachtet, der uns ja hier in den Weg gekommen ist. Wo geht's jetzt hier nochmal rein? Ach ja, irgendwo hier. Perfekt. Das geht noch ganz flott. Okay, ja. Nächster Geschwindigkeitsschub. Boah, ey, wie können Sandleute so einen riesen Teil niedermachen? Das werde ich nie verstehen. Ach komm jetzt, okay, HK. Splittermine entfernen. Haben wir wieder eine mehr, die wir verkaufen können oder eben benutzen. Mir fällt auf, ich habe noch nie eine verwendet irgendwie. Oh, hier sind noch Überreste. Vielleicht kann ich die sogar verwenden. Jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich. Was ist denn ein Energiehandschuh? Okay. Nur Stärke 1. Nun ja. So. Jetzt aber endgültig zurück nach Anchorhead. Ich glaube, wir werden jetzt nach Tatooine wieder zurückfliegen, nach Yavin. Unsere ganzen Restbestände verkaufen. Und noch reicher werden, als dass wir es eh schon sind nach den ganzen Gaffi-Stämmen. Boah, ich werde echt reich langsam in diesem Spiel. Die Frage ist, was will ich mir überhaupt kaufen? Irgendwie kann man nichts kaufen, was interessant wäre. Wir haben schon alles. Laserschwerter, unsere erste Robe, der Jedi-Meister. Mal gespannt, ob wir noch mehr finden. Gibt es bestimmt noch einiges. So, hier sind die Tore. Ich hoffe, sie lassen uns wieder rein. Genau. Sehr gut. Jetzt muss ich überlegen, wo überhaupt dieses Büro der Cherker Corporation war. Also sonst können wir die Gaffi-Stäbe nicht verkaufen. ja, genau. Irgendwie links. Jetzt hier wieder rechts. Oh, halt. Gruppenauswahl. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir sollen das Holocron ja abliefern. Bei Bastillas Mutter. Jetzt bin ich gespannt, was Bastilla dazu sagt.
Und vor allem ihre Mutter. Die zwei haben ein sehr komisches Verhältnis zueinander. Okay, gehen wir es an. Schon wieder zurück? Habt ihr überhaupt nach dem Holocron gesucht? Ich habe das Holocron, Mutter. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich es dir geben soll. Und warum nicht? Warum willst du mir auch das noch verweigern? Ich habe dir nie irgendetwas vorenthalten, Mutter. Du glaubst wohl, ich wüsste nicht mehr, wie das damals war, bevor ich in den Orden eintrat. Aber ich erinnere mich genau. Du warst es, die Vater dazu drängte, immerzu auf Schatzsuche zu gehen. Du hast gerne im Wohlstand gelebt. Glaubst du, ich könnte mich nicht mehr an die Kämpfe erinnern? Du warst ganz gierig darauf, mich zu den Jedi zu schicken, obwohl ich es gar nicht wollte. Du hast mich von Vater getrennt. Und dieses Holocron ist das Letzte, was ich von ihm habe. Närrisches Mädchen. Du hast eine seltsame Art, dich an diese Dinge zu erinnern. Das war nicht... Nein, ich habe keine Lust mehr, mich mit dir zu streiten, Mutter. Wir sollten getrennte Wege gehen. Das ist besser für uns beide. Oh Gott. Ich will dieser Familienfehde hier nicht im Weg stehen. Braucht ihr das Holocron wirklich, Bastila? Ja, wobei, eigentlich sollte ich ja eher auf der Seite von Bastila stehen. Keine Ahnung, aber natürlich nicht. Ich will euch nichts Böses. Ihr kennt sie nicht. Meine Mutter ist eine notorische Betrügerin, wenn sie etwas will. Warum sollte sie das Holocron bekommen? Ist es so schwierig zu glauben, dass ich eine sterbende Frau bin, die nur noch einmal ihren Gemahl sehen will? Es fällt mir schwer, dir auch nur ein Wort zu glauben, Mutter. Vielleicht solltet ihr anhören, was sie überhaupt zu sagen hat. Ihr habt recht. Ich schäme mich, es zuzugeben, aber mir fällt es schwer, die Vergangenheit loszulassen. Verzeih mir, Mutter. Ich war hart zu dir, Schätzchen. Ich war dir keine gute Mutter und ich weiß das. Dein Vater hat dich so geliebt. Er wollte, dass du genau wie er wirst. Er wollte dich auf seine Jagdausflüge mitnehmen, aber ich sagte, das wäre zu gefährlich. Es kommt mir so vor, als ob ihr eure Entscheidung bereits getroffen habt. Ich habe immer versucht, ihn von den gefährlichsten Jagden abzuhalten. Aber er hat nie auf mich gehört. Es war ein wildes Leben, das wir geführt haben. Ständig unterwegs. Ich wollte nicht, dass du so ein Leben führst. Hast du mich deshalb in den Orden geschickt? Was haben deinem Vater und mir all diese Jahre der Jagd gebracht? Nichts. Das war kein Leben, das man seiner Tochter wünscht. Vor allem nicht einer Tochter, die so talentiert ist wie du. Dein Vater. Er hat während seiner letzten Jahre alles getan, um für meine Behandlungen zu bezahlen. Deswegen hat er nach den Perlen gesucht. Ich bat ihn, es nicht zu tun, aber... Deine Behandlung. Ich sterbe, Bastila. Ich habe nicht gelogen. Die Krankheit tobt schon lange in mir und man kann jetzt nichts mehr dagegen tun. Ich habe deinem Vater gesagt, er solle mich einfach gehen lassen. Aber er war stur. Genauso stur wie du. Es tut mir leid, Mutter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Behalte das Holocron, Bastila. Es ist schön zu wissen, dass du es hast. Was ich wirklich gebraucht habe, war mit dir zu sprechen, bevor ich... Ich weiß, Mutter. Ich danke dir. Auch ich bin froh, dass wir uns ausgesprochen haben. Also dann. Du hast gesagt, du hättest wichtige Dinge zu tun. Und du warst ja nie für lange Gespräche zu haben. Ihr da, gebt gut auf meine Tochter Acht, ja? Ich tue, was ich kann. Das ist gut. Ich fühle mich viel besser jetzt, wo ich weiß, dass jemand auf sie achtet. Wohin gehst du, Mutter? Das ist nicht wichtig, Schätzchen. Mach dir um mich keine Sorgen. Hier, Mutter, nehmt diese 500 Credits. Das ist alles, was ich habe. Sucht auf Coruscant nach einem Arzt. Wir treffen uns dann dort, nachdem ich... getan habe, was ich tun muss. Aber ich sagte dir ja bereits, nichts kann... Bitte, Mutter, nehmt es. Ich möchte euch wiedersehen. Und dann sprechen wir. Tu, was du zu tun hast, Bastila. Mach deinen Vater und mich stolz. Ich werde es versuchen. Leb wohl, Mutter. Wow, okay. Sie haben sich also letztendlich doch noch versöhnt. So, sprechen wir kurz mit Bastila, um uns zu erkunden, wie sie jetzt geht. Wie kann ich helfen? Fühlt ihr euch jetzt besser? Ja, ein Gefühl des Friedens. Viel stärker, als ich vermutet hätte. Danke, dass ihr darauf bestanden habt. Nach all dem Training hätte ich gedacht, es sei einfacher. Aber ich muss offenbar noch viel lernen. Ja, allerdings. Okay, sprechen wir sie nochmal an. Wie kann ich helfen?
Okay, sie hat nichts Neues. Dann schlag. Ich würde sagen, gehen wir zurück zu Ebonhawk. Nee, halt, Jacker Corporation. Ich vergesse es ständig. Gaffi-Stäbe.